Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, unser Bruder und Herr, du bist den Weg des Leidens gegangen. Du warst einsam und ohne alle Sicherheiten. Du hast den Tod durchschritten. Wir kommen zu dir an diesem Tag mit unserer Not, unseren Ängsten, unserer Unsicherheit und Traurigkeit, mit dem, was uns bedrückt. Sei du bei uns in dieser Zeit. Mach unsere Herzen weit, damit wir verstehen, dass dein Sterben für uns geschah, damit wir aus deinem Leiden Trost und Kraft schöpfen für unseren Weg. Herr, erbarme dich. Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Karfreitag steht im Matthäusevangelium im 27. Kapitel. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Lassen Sie uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gottes Liebe, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, um ehrlich zu sein, bin ich zurückhaltend darin, ein Kreuz zu tragen. Solch ein Kreuz an einer Halskette, solch einen schönen, glänzenden Schmuck. Das Kreuz ist für mich zwiespältig. Zu schnell verbinde ich damit Gewalt und Unterdrückung. Zu sehr erinnert es mich an das schlimme Marterinstrument der Antike, an die römische Besatzungsmacht damals. Dann aber gab es einen Trauerfall in der Familie und ich habe mir doch ein kleines Kreuz gekauft. Schwer zu beschreiben, warum. Ich denke, ich sehnte mich nach Schutz in bedrohter Zeit.
Ich brauchte Hilfe für mein verwundetes Inneres. Und ich wollte ein Zeichen haben, dass ich nicht allein bin, dass da jemand bei mir ist, ganz nahe. Irgendwann hatte das Kreuz dann wieder seinen Platz in seiner Schatulle. Doch jetzt trage ich es wieder. Fast alles ist anders geworden in den letzten Wochen. Als wäre die Wirklichkeit dieser Welt in zwei Teile zerfallen. Es gibt kein Drehbuch dafür. Es gibt keine Blaupause, sagen die Experten und die Politiker. Grenzen sind geschlossen. Menschen dürfen sich nicht besuchen. Viele bangen um ihre berufliche Existenz. Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte kämpfen und unvorstellbar viele Menschen sind schon gestorben. Niemand weiß, wie viele Angehörige um sie trauern. Ein heiliger Zorn ergreift mich im Blick auf dieses Virus. Und manchmal, da möchte ich einfach nur schweigen. Auf dem Boden sitzen, 7 Tage lang, so wie die Freunde von Hiob. Mein Herz klagt, mein Herz trauert um die unfassbar vielen. Und dann diese Fragen. Wie soll ich das mit meinem Glauben zusammenbringen, mit Gott? Wo ist er? In einem Kirchenlied heißt es: Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Mit diesen Worten von Jochen Klepper singen wir uns eine mögliche Antwort zu und hoffen, dass Gott doch auch da ist, auch im Leid. Vor einer Woche schrieb mir eine Freundin eine SMS. Es fühlt sich derzeit an wie Karfreitag, schrieb sie. Ja, das stimmt, dachte ich. Stille Straßen, eine verhaltene, ernste Stimmung und verstummte Menschen. Jeder Tag irgendwie wie Karfreitag. Und dann ist da die Frage, was es denn für uns austrägt, wenn wir mitten in diesen Zeiten den Karfreitag auch noch begehen und inwiefern uns das jetzt helfen kann. Ich glaube, es gibt einen Schlüssel, einen kurzen, prägnanten Satz von Paulus. Gott war in Christus, sagt er, wenn du etwas von Gott verstehen willst in dieser Welt, dann schau auf Jesus Christus. Sieh auf seinen Weg. Jesus hält sich nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens auf. Er geht auch in die Schattenseite hinein, kümmert sich wie ein guter Arzt um die Kranken, die nach seiner Hilfe rufen, nimmt sie wahr, ist für sie da und heilt viele von ihnen. Jesus sieht die, die einsam sind,
spricht mit ihnen, schenkt ihnen seine Zeit. Überschwänglich und selbstlos verschenkt er Gottes Liebe an diese Welt. Jesus geht aber auch den Weg in das Leid, wird verleugnet, verraten, verspottet und geschmäht, wird ausgeliefert, wird einsam inmitten seiner Gegner. Um das Kreuz herum ist es dunkel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ruf aus dem tiefsten Leid, das ein Mensch im Leben je erfahren kann. Diesem Schmerz stellt Jesus sich. Er trägt diese Gottverlassenheit und er hält sie durch. Genau damit ist er unser Gefährte geworden, unser Freund, der, der uns auch ohne Worte versteht, unsere Angst kennt und unsere Situation und uns begleitet. Gott war in Christus. Gott ging in seinem Sohn Jesus in den Tod, damit niemand, kein einzelner Mensch mehr im Tod allein ist, damit selbst der Tod kein Ort mehr ist, an dem wir von Gott verlassen sind. An der Hand von Jesus Christus kommen wir hindurch. Das ist Gottes tiefste Solidarität mit dem Menschen. Der Klageruf Jesu in seiner letzten Stunde, der findet sich auch schon im 22. Psalm der Bibel. Mit diesem Ruf also hält Jesus sich an der Tradition seines Volkes fest, wie an einem Rettungsring. Und das alte Gebet des Psalmes geht weiter mit den Worten: Du hast mich erhört. Als der Elende zu Gott schrie, da hörte er es. Und diese Aussicht betet Jesus im Stillen mit. Darauf hofft er. Jesus hat sich durch die Gottverlassenheit hindurchgebetet. Und sein Vater hat ihn nicht im Tod gelassen. Er hat seinen Ruf erhört, hat ihm die Hand gereicht, hat ihm ein neues Leben geschenkt, hat ihn aus dem Tod auferweckt. Auf den Karfreitag folgt Ostern. Das ist unsere Hoffnung und der Fels, auf dem unsere Füße stehen können, der Grund, auf dem wir Halt finden. Es wird Befreiung geben. Gott wird auch uns das Leben schenken und zuletzt die Auferstehung. Wir gehen im Leben immer auf Ostern zu. Mit dieser Aussicht werden wir auch diese Krise durchstehen. Ich trage jetzt mein Silberkreuz an jedem Tag, denn es erinnert mich daran, dass ich nicht allein bin in dieser Zeit. Einer ist da, der ist immer ganz nahe. Und einer wird immer bei mir sein. Und Gottes Friede, der höher ist als all unsere Vernunft,
Bewahre unsere Herzen und Sinne im Messias Jesus. Amen. Lasst uns zu Gott beten. Unser Gott, wir danken dir für deinen Sohn. Er hat uns gezeigt, dass es möglich ist, durch das Dunkel zu gehen und trotzdem an dir festzuhalten. Er hat uns die Tür geöffnet für das Leben in deinem Licht. Er hat die Liebe bis zuletzt durchgehalten. Lass uns in seinen Spuren gehen. Wir danken dir für alle Menschen, die schon genesen sind und immun geworden sind. Wir danken dir für alle Zeichen der Solidarität, die wir in diesen Tagen erleben. Wir bitten dich für alle, die leiden müssen, dass du sie tröstest und bei ihnen bist. Wir bitten dich für die Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben und nicht mehr weiter wissen, dass du ihnen durch die Trauer hindurch hilfst und sie aufrichtest. Wir bitten dich für die Menschen, die schmerzlich ihre Einsamkeit spüren. Lass sie ein offenes Ohr für ihre Gedanken und Sorgen finden. Unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die um ihre berufliche Zukunft bangen. Schütze ihre Seele. Lass sie darauf vertrauen, dass es eine Lösung geben wird, auch
wenn sie sie jetzt noch nicht sehen. Wir bitten dich für alle Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte. Stärke sie. Gib ihnen Zuversicht. Schenke ihnen auch schöne Momente. Bewahre sie vor Verzweiflung. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt Verantwortung tragen in der Politik, Wirtschaft und Forschung. Lass sie Lösungen finden und Entscheidungen treffen, die uns schützen und uns helfen, solidarisch miteinander zu sein und zu bleiben. Wir bitten dich für die Familien, die in ihrem Zuhause unter besonderer Anspannung stehen. Gib ihnen Gelassenheit und Fantasie für ihr Zusammenleben. Schütze die Kinder und die Schwachen. Bleib du bei uns mit deinem guten Geist, damit wir mutig durch diese Zeiten kommen. Segne uns. In der Stille sagen wir dir, was uns noch bewegt. Und wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.